Ich musste ja neulich feststellen, als introvertierter Mensch, der nichts mehr liebt als seine eigene Gesellschaft, dass auch ich mich so langsam eingesperrt fühle. Und deshalb dachte ich mir so, hey, was ist besser als das wirkliche Leben? Richtig, VR. Also teste doch einfach mal Exit Games in VR, du wolltest doch eh ins Karten reinkommen. Und was hast du schon großartig in der Quarantäne zu tun? Außer zu arbeiten. Also, habe ich das gemacht? Nur habe ich echt schnell festgestellt, es gibt viel mehr VR-Exit-Games, als ich dachte. Deshalb habe ich mich auf die kostenfreien beschränkt. Werden halt billig, Leute. Und bei den kostenfreien habe ich auch darauf geachtet, dass es auch aufs Endkommen ankommt. Selbst wenn der Puzzleanteil dabei echt zurückgesteckt hat manchmal. Die Spiele sind deshalb auch alle sehr klein. Und egal wie kacke ich sie finde, sie haben alle was hingekriegt, was ich nicht hingekriegt habe. Nämlich, ihr Spiel fertig zu kriegen. Habe ich vor 300 Jahren in meinem Studium nicht gemacht. Dann lasst uns anfangen. Leute, die darin mehr Erfolg hatten, wenn ich gescheitert bin, sind die Studierenden der FH Österreich. Man ist in einem Spiel ein Pizzabote und möchte eigentlich nur eine Pizza ausliefern, doch wacht man eben in einem Haus auf, alleine, gefesselt und versucht zu entkommen. Die Rätsel sind erfrischend logisch. Oh, ein Hammer. Oh, ein Amboss. Ja, das macht das Ganze auch etwas einfacher, aber ich habe es trotzdem sehr genossen, dass ich nicht irgendeinen Unfug machen musste. Boah, im Ernst? Das Spiel braucht allerdings eine Fläche von 2 auf 2 Meter. Aber wenn man die hat, kann ich das Spiel auch sogar für Anfänger empfehlen. Im Gegensatz zum nächsten Spiel, das so buggy war, dass ich nicht weitergekommen bin. Oh, wer benutzt denn so einen Schlüssel? Das Bild ist pixig und verzerrt sich ständig, die Schrift braucht man deswegen gar nicht erst lesen zu versuchen, was auch zu einem sehr bekannten Effekt geführt hat. Der Boden ist auch nicht richtig justiert, wenn einem etwas runterfällt, braucht man sich nicht mehr aufheben. Mir ist sogar der Schlüssel einmal in den Mülleimer geglitscht und ich habe sehr viel Zeit darauf verwendet, ihn wieder zu retten. Hat nicht funktioniert. Weshalb ich das Spiel auch relativ schnell wieder aufgegeben habe. Das Spiel Baco AR diente eigentlich als Promo für einen Film. Mein erster Gedanke ist, Leute, was glaubt ihr über VR-Gamer, dass er ausgerechnet die targetet? Aber gut, ich beschwere mich nicht, weil das Spiel hat echt Spaß gemacht. Am Anfang wäre es schön gewesen, etwas mehr Zeit zu haben, um den Raum zu erkunden, bis halt irgendwann das Telefon klingelt und man halt eingesperrt wird und stirbt innerhalb von 15 Minuten, wenn man die ganzen Rätsel nicht lösen kann. Aber obwohl ich diese Zeitlimits und das mit dem Tod echt nicht ausstehen kann, war das Spiel trotzdem sehr gut. Das Spiel ist sogar so immersive, dass ich ständig gegen meine Wände gelatscht bin, weil ich natürlich das Gitter angezeigt gekriegt habe, ungefähr die ganze Zeit. Aber ich dachte, nö, da geht's doch weiter, lauf doch einfach weiter. Dadurch merkt man auch, dass das Spiel kaum buggy ist. Man kann eigentlich alles bewegen und alles durcheinander bringen. Ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß damit, einfach das ganze Ding zu verwüsten. Hey, das ist Part meines kreativen Prozesses, okay? Ich räume ja schon wieder auf. Und den Typen zu ignorieren, der einem die ganze Zeit vorsagt, wie diese scheiß Rätsel zu lösen sind. Oh Junge, halt die Fresse, wenn hier lebend rauskommt, dann bringe ich dich um. Das Spiel hat zudem auch ein sehr unterhaltsames Ende, das ich sehr genossen habe. Ja, ein kleines, aber auch gut gemachtes Projekt, mit dem man echt schnell durch ist. Auch zu diesem Spiel gibt es leider nicht viel zu sagen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich es überhaupt in die Liste aufnehmen soll. Zwar ist der Gedanke dahinter, dass man aufwachen muss, doch an sich sind das kleine Minigames, die man eben erledigen muss, um wieder aufwachen zu können. Was das Spiel allerdings aufwertet, ist das wundervolle Crazy Japanese English. Doch mehr dazu von einem echten Experten auf diesem Gebiet. Where is this? I can't remember who I am. For now, let's escape from this room. The machine in the center and the three spheres in the back. I have a memory I saw somewhere. Prose Prologue ist ein Spiel, das wirklich nur eine sehr Kurzversion ist von einem Spiel, das schon veröffentlicht worden ist. Das Spiel hat allerdings einen massiven Fehler. Arme! Wann werden die Leute endlich verstehen, dass man für VR-Gaming einfach nur Hände braucht? Was natürlich auch den Effekt hat, dass man in seinen Körper gucken kann, was natürlich nur minimal verstörend ist. Wenigstens hat man keine inneren Organe. An sich ist die Probe aber sehr vielversprechend.
Die Rätsel sowohl wie die Grafik sind anspruchsvoll. Das Einzige, womit ich gelegentlich Probleme hatte, war das Teleporten. Bei Space Panic VR kann man sich dazu entscheiden, gegen die Zeit zu spielen oder nicht. Ich habe mich natürlich dazu entschieden, nicht gegen die Zeit zu spielen, was das ganze Spiel zu einem der sehr relaxten Spielen auf dieser Liste macht. An sich ist das aber ein Suchspiel mit ein paar Puzzle-Elementen und sie haben es echt geschafft, dieses Rätsel reinzubringen, das ich wirklich über alles einfach hasse. Ich wünschte nur, ich könnte mich im echten Leben bei diesem Puzzle genauso durchglitschen. Irgendwann findet man eine Brille, die man eben auf- und absetzen kann und mit dieser Brille sieht man noch etwas mehr und andere Sachen und kann damit auch mehr Rätsel lösen. You Are Next begeht schon am Anfang einen wirklich fatalen VR-Fehler. Es fängt nämlich mit einem schwarzen Bild an, während jemand schon mit einem redet. Und immer, wenn man ein schwarzes Bild hat, aber das Spiel offensichtlich schon geladen hat, denkt man nicht daran, dass man die Augen zu hat, sondern eher an das hier. In diesem Spiel versucht man seinem Apartment zu entkommen, man kann sich aber nicht erinnern, warum man eingesperrt worden ist. Man hat dafür 2 Stunden und eine KI, die einen hilft und auch nach und nach, wenn man Erinnerungen findet, diese auch für einen laden kann, damit man immer weiterkommt im Spiel. Die Atmosphäre von dem Spiel ist gut, die Geschichte ist eigentlich auch ganz okay, was mich aber doch dann sehr gestört hat, dass es bei dem Spiel eigentlich darum geht, diese ganzen Erinnerungen durchzuklicken. Da ich aber das Spielprinzip am Anfang nicht ganz verstanden hatte und ich einen kleinen Fehler in meinem Setup gemacht habe, wollte ich eigentlich neu anfangen, was aber nicht geht. Man muss das Spiel komplett neu laden. Ich weiß nicht mal mehr, ob dann der Spielstand weg wäre. Aber ich lade kein Spiel neu, weil ich besitze praktisch kein Internet. Man möchte viel lieber. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass dieses Spiel jemand mit einem richtigen Hass auf Rechtshänder programmiert hat. Man kann in diesem Spiel nämlich nur mit seiner linken Hand werfen. Kann ich nicht. Und die Physik ist sowas von dermaßen. In diesem Spiel kann man wieder sterben, weil man von süßen, schnuckligen Puppen abgemuxt wird. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, was schlimmer ist. Widerliche Monster oder unschuldige Puppen, die einen umnieten. Die Atmosphäre von dem Spiel hat mir richtig gut gefallen. Leider hat man eigentlich nur so 2 Rätsel, danach kommt noch ein Labyrinth, das ist aber auch aus anderen Spielen bekannt. Außerdem braucht man eine Spielfläche von 2,5 auf 2,5 Meter, die ich leider in eine Richtung nicht ganz habe. Deshalb hatte ich auch Probleme mit dem Platz, was sehr schade war, weil ich genau an ein Rätsel gerade nicht rangekommen bin, obwohl hinter mir einfach 2 Meter Platz waren. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Horror Games. Was soll ich sagen, Leute? Ich werde nie wieder Angst haben können in meinem Leben. Es ist alles verbraucht. Alles verbraucht. Aber egal, ich bin durch. Ich habe alle durchgespielt, ich habe alles gecaptured. Hey, ich komme gerade aus dem Schnitt. Also ich weiß ja nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du hast echt jede Aufnahme von Horror Games verkackt. Du musst alle nochmal machen, so kannst du das nicht benutzen. Bitte geh einfach. Okay, ich bin ja schon weg. Dieses Spiel ist mal eine ganz andere Erfahrung, da es aus 3D-Bildern gemacht ist, was das Spiel auch sehr scharf erscheinen lässt, was sogar auch manchmal ein bisschen aufs Auge drücken kann. Was mir in diesem Spiel besonders gut gefallen hat, ist, dass es wie ein Click-and-Point-Adventure aufgebaut ist, die ich auch generell sehr feiere und ich denke, wenn man die Idee weiterverfolgt, hat das auch noch viel mehr Potenzial. Das Spiel ist zugegebenermaßen nur so mittelmäßig gruselig, bis man allerdings stirbt. Das Problem ist nämlich, man stirbt nicht sofort. Man weiß nur einfach, wenn man verkackt hat. Ihr stolpert auf eine Waldlichtung und hört jemanden hinter euch laut atmen.
Ihr wisst genau, was euch erwartet, wenn ihr euch umdreht. Doch umdrehen müsst ihr euch, weil das Spiel sonst nicht aufhört. Ihr nehmt allen euren Mut zusammen, dreht euch schnell um und merkt, ihr habt euch in die falsche Richtung umgedreht. Ah! Dieses Spiel ist auch wieder eine Vorschau für die Vollversion. Meiner Auffassung nach ist die Atmosphäre ziemlich gruselig, man kann auch sterben, aber für Hardcore-Horror-Fans ist es wahrscheinlich eher nicht so gruselig. Auch hier hat man öfter mal Probleme mit dem Boden, wenn mir was runtergefallen ist, habe ich es auch schon mal nicht mehr aufheben können. Und abgesehen von einer kleinen Szene, wo man kurz durch die Luft fliegt, wo man vielleicht ein bisschen Übelkeit verspüren könnte, ist das Spiel eigentlich sehr vorsichtig. Ich muss schon sagen, dieses Spiel ist aus der langen Liste von Spielen mein absoluter Hassendgegner. Und ich liebe es. Oh, ich verstehe auch gar nicht, warum das Spiel kostenfrei ist. Ja, man spielt nicht ewig dran, aber die Grafik ist der Hammer. Die Interaktionen sind auch der Hammer. Bei Shattered Lights muss man erstmal schauen. Ach, nicht schon wieder. Bei dem Spiel kann man erstmal den Raum einstellen, den man zur Verfügung hat. Das geht von 1,5 Quadratmetern bis 3 Meter, was die Originalgröße des Spiels ist, die ich leider nicht ganz zur Verfügung habe. Ein Umstand, der selbst meinem Motion Sickness gestederten Magen doch Probleme bereitet hat. Das Problem ist, dass durch diese kleine Skalierung des Raums man wie durch ein Fischauge läuft. Das heißt, wenn man einen kleinen Schritt macht, kommen die Sachen einfach viel näher, als sie sollten. Was einem erstmal wirklich Probleme bereitet. An sich muss man in diesem Spiel einem Monster entkommen und läuft dabei durch ein Labyrinth. Was einen komplett vergessen lässt, dass man nicht in einer düsteren, riesigen Industrieanlage ist, sondern in einem kleinen, hell erleuchteten Raum. Was allerdings leider auch meine Fortbewegungsgeschwindigkeit stark beeinträchtigt hat. Ich hasse Horrorgames, wirklich bis aufs Mark, aber dieses Spiel war so gut, dass ich es fast genießen konnte, obwohl ich es dreimal spielen musste, weil mein Rechner mich einfach hasst. Dieses Spiel ist aber auf jeden Fall das Sternchen auf meiner Liste. Wenn ihr auf Horror steht, eine VR habt und den Platz habt, spielt das. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Spiel sagen soll, außer... Auch in diesem Spiel muss man einem Monster entkommen, das einen wegsnacken möchte. Das Monster ist auch ziemlich gruselig. In einer meiner Aufnahmen habe ich mich sogar todesmutig an das Monster reingeschlichen, um es hier zeigen zu können. Ich hasse mein Leben. Was das Spiel so viel gruseliger für mich gemacht hat, abgesehen von der Atmosphäre, ist, dass ich nie wusste, was das Monster anlockt. Beim letzten Mal bin ich dann wie ein Berserker durchgerannt und das Monster hat mich zum Beispiel gar nicht erwischt. Ein Problem, was ich mit dem Spiel hatte, ist das Teleporten. Einerseits wird der Screen einmal komplett schwarz, wenn man sich teleportet, weswegen ich auch öfter mal die Orientierung verloren habe. Andererseits hatte ich den Eindruck, dass das Teleporten sich immer wieder aufladen muss, was nicht unbedingt ideal ist, wenn man eigentlich vor einem Monster wegrennen möchte. Das einzig wirklich Schöne an dem Spiel ist das Ende. Kommen wir nun zum letzten Spiel, was ich tatsächlich auch als letztes gespielt habe, und man könnte meinen, nach Shattered Lights und Test Subject 901 wäre ich in irgendeiner Form abgehärtet gegen Grusel, aber nein, auch dieses Spiel fand ich noch zu Genüge gruselig. In diesem Spiel fährt man aus Versehen in Medusas Tempel und muss diesem wieder entkommen, indem man eine Mechanik wieder in Gang setzt. Das Schöne an dem Spiel ist, wenn Medusa einen gesehen hat, hat man noch die Möglichkeit, ihr zu entkommen. Der Nachteil an dem Spiel ist, man muss sie auch weglocken. Es wird die gleiche G-Mechanik wie bei Gorn verwendet, das bedeutet, je schneller man sich mit seinen Händen entlanghangeln kann, desto schneller läuft man auch. So Leute, das war's jetzt mit dem Review. Wenn ich ein Spiel vergessen habe, oder ich mir ein anderes angucken soll, lasst es mich einfach wissen.